fallen! Vorsicht, ihr Trottel! Hallo liebe Spielende, hier ist wieder Gary Metatron mit einem neuen Video zu Assassin's Creed Syndicate und heute gehen wir in einen Kampfclub. Ja, richtig, wie Fight Club der Film, wird jetzt gleich eine Schlägerei stattfinden, natürlich unter kontrollierten Bedingungen und jetzt geht's los. Nein, ich war's nicht, unschuldig. Verzeihung. Sie sind doch die... Ich bin sicher, wir kennen uns nicht. Ist das ein Ring für Preiskämpfe? Da können Sie sich aber drauf verlassen, my lord. My lady? Ich bin Robert Topping, der beste Buchmacher Londons, zu Ihren Diensten. Naja, zweitbester, aber meine Mom sagt, Donald wäre etwas einfältig. Aber egal, ich kann Ihnen eine ganze Menge aufregender Dinge zeigen. Von Preiskämpfen bis hin zu Kutschenrennen. Ich denke, wir können hier ruhig etwas Zeit verbringen. Ja, wenn Ivy sogar mal mitmacht, das heißt doch schon was. Also hier geht's um Spiele, einmal um Preiskämpfe und um Kutschenrennen. Das sind jetzt also neue Aktivitäten auf der Map durch diesen Robert Topping. Und jetzt gehen wir hier in den ersten Club hinein und werden mal ein paar Kämpfe absolvieren. Und so professionell wie ich spiele, bin ich erstmal aus dem Kampfclub rausgegangen, statt reingegangen. Aber das können wir nochmal schnell korrigieren. Also wieder hinein. Und jetzt nehmen wir das erste Mal einen Preiskampf an. Hier geht's um Level 2. Wir selber sind schon Stufe 8. Von daher wird das ja sicher nicht so schwer werden. Und es gibt demnächst auch noch stärkere Kämpfe, aber erstmal jetzt hier zum ganz einfachen und hauen wir sie alle mal um. So, das sind alles Level 1er, da reicht ein Schlag und sehr schön in die Magengrube und an den Kopf passt. So, den kurz unterbrechen, einmal in die Augen stechen, dreimal hin und her und dann war's das auch schon wieder. So, mal gucken, wie wir hier eröffnen. Ja, erstmal kommen wir nicht durch. So, ein Knie in die Magengrube. Arm gebrochen, passt. Bis jetzt alles relativ locker machbar. Aktueller Gewinn 50 Pfund. Yeah, eine Siegesserie von 4 Kämpfen müssen wir machen. Jetzt wird es also bestimmt etwas schwieriger, weil jetzt gibt es 150 Pfund. So, und dann Armbruch weiterhin und dann kurz mal in den Close-Up. Clothesline und dann passt das schon. Ja, hier den legen wir auch noch hin. Da nochmal am Kopf treten, so muss das sein. So, ein Knie in die Magengrube und ja, Headbutt und nochmal richtig mit dem Knie ins Gesicht. Wieder einen erledigt. So, da in die Augen, dann hier. Jetzt haben wir einen Doppelkill, weil wir haben beide geschwächt und jawohl, ja, so war das schön. Eine Mixtur aus zwei Menschen gefertigt. Einfach nur weil sie beide schon geschwächt waren. Das Ganze gibt es auch als 3- oder 4er-Kill, dann wird es noch viel lustiger. Aber dafür muss man erstmal schaffen, die Gegner so runterzuhauen, dass sie alle geschwächt sind. Also den einen Geschwächten und dann die anderen beiden auch noch. Dann gibt es einen Dreifach-Kill und das gleiche geht auch mit Vierfach-Kill. So, die blocken aber immer. So, jetzt haben wir einen Zweifach-Kill wieder. Jawohl, schön mit dem Bein rein und zack, beide wieder weggekickt. So, und die nächste Runde. Also wir sind jetzt hier schon in der dritten Runde. Oh, das war mal ein anderer Zweifach-Kill. Oh, tut doch weh, Mensch, was hält die I wieder ab? Ganz schön hart. So, und nun hier ihn noch. Damit liegt er auch im Dreck. Okay, das war die dritte der Serie und wir müssen noch einen vierten machen. Dann gibt es ein Preisgeld von 1250 Pfund. Jetzt kommen auch die etwas dickeren Gegner hier. So, den ersten geschwächt und umgelegt. Okay, ich wollte eigentlich mehrere gleichzeitig schwächen. Den einen haben wir jetzt. Jetzt noch ihn hier. So, mal gucken, ob wir wieder einen Doppelkill hinkriegen. Doppelkill, jawohl. Eins und zwei und bam. So, mal gucken, ob wir jetzt mal hier einen Dreier hinkriegen. So, den ersten, dann den nächsten und noch ihn hier. So, das müsste doch jetzt mal ein Dreier geben. Und eins, jawohl, zwei, okay.
Nein, schon wieder nur ein Zweier. Schade. Aber wäre schön gewesen. Naja gut, was soll's. Damit haben wir nun... Ein spektakulärer Kampf, my lady. Meine Freunde, jubelt so laut, wie ihr könnt. Für unsere neue Meisterin. Gewonnen. Und es wird das Loyalitätslevel etwas gesteigert. Auch hier gibt es wieder Belohnungen, wenn man hier die Loyalität von Robert Tapping um einige Stufen steigert. Ich fand, das war so interessant, dass wir das gleiche nochmal mit Jacob machen. Mal gucken, wie er sich so schlägt, weil der hat bestimmt andere Moves drauf und dann wird es bestimmt ganz schön interessant. Wir machen gleich aber auch noch eine Story-Mission und wollen uns nun erstmal den Kampf anschauen. So, der Kampfclub kann wieder beginnen. Alle Kämpfer haben sich wieder erholt oder auch nicht. Vielleicht wurden neue gefunden. Und ab geht's in die nächste Runde. So, Jacob, zeig uns, was du kannst. Wir fangen hier mal mit dem hier an. Okay, der Move scheint schon etwas anders aus als bei Eevee auszusehen. Er geht auch nicht mit zwei Händen ins Gesicht, nur mit einer Hand. So, das war doch schon mal ganz einfach. Und er kriegt nochmal drei Schläge gegen die Brust. Und damit liegt er auch im Dreck. Ja, Jacob, jetzt sehen wir auch mal ihn mit freiem Oberkörper. 50 Pfund Gewinn ist drin. Und jetzt haben wir noch drei Runden vor uns. Was hat er da eigentlich für ein Tattoo? Gab es da schon eine Geschichte drüber? Weiß ich gar nicht, was das für ein Tattoo sein soll. Müssten wir mal in der Enzyklopädie nachlesen. Okay, dann jetzt zweite Runde. Der ist schön geflogen. Und jetzt gibt es hier auch mal den Double Kill. Ja, der sieht schon ein bisschen anders aus als bei Eevee. Ein bisschen brutaler. Und da kommt die nächste Gegnerschar. Okay, dann der hier blockt. Und er hier hat voll einen reinbekommen. So, Double Kill. Jawohl, mit dem Ellbogen und mit dem Knie. So muss das sein. Das war schon die zweite Runde. Gehen wir nun in die dritte Runde hinein. Jacob ist noch voll frisch. Keine Wunde, kein Blut. Er ist fit ohne Ende. So, gibt es einen Double Kill oder einen Dreier Kill? Ah, wieder nur ein Double Kill. Leider kommen wir hier nicht zu einer Dreierreihe. Aber irgendwann wird das schon noch klappen. Vielleicht jetzt mit diesen hier. So, der erste ist geschwächt. Der zweite ist geschwächt. Und Double haben wir wieder. Nee. Der dritte war noch nicht geschwächt. Schade, schade, schade. Naja gut, wir werden weiter üben. Und da liegt er auch schon wieder im Dreck. Okay, das war Runde 3. Die nächste Runde gibt uns 1250 Pfund. Also würde ich sagen, die letzte Runde machen wir jetzt auch noch. Und hoffentlich dann endlich mal in einem Dreierkill. Okay, der erste ist geschwächt und, ja gut, liegt schon am Boden. Jetzt kommen hier auch die etwas breiteren. Mal gucken, ob die was länger aushalten. So, der erste gut geschwächt. Der zweite gut geschwächt und, jawohl, mit dem Knie, Arm umdrehen. Passt auch. Ja. So, und hier sind wieder drei. Jetzt. Nein, eins, zwei. Ah, ist aber mal ein anderer Kill. Jawohl. Boah. Nee, wie fies. Wunderbar. Und jetzt noch den letzten. Der müsste es jetzt gewesen sein. Jawohl. Gut gekämpft, my lord. Ladies and gentlemen, wir haben einen neuen Champion. Das Loyalitätslevel steigt hier jetzt nicht so wirklich extrem. Also müssen wir uns wohl größere Kämpfe suchen oder vielleicht sogar diese Reitwettkämpfe, Kutschfahrtenwettkämpfe. Da hat er ja auch gesagt, da gibt es ein paar Rennen. Die werden wir uns also auch noch angucken. Jetzt nicht unbedingt heute im Let's Play. Heute werden wir jetzt mal die Story weitermachen. Aber wie ihr oben schon seht, es sind 10 Punkte verfügbar. Die werden wir natürlich vorher verteilen. So, und hier sehen wir mal die ganzen Markierungen. Da ist wieder ein Kampfclub, da sind wir drin. Da sind dann so Fähnchen, das sind die Rennen. Und hier der Kampfclub hat auch nur Level 2. Und da steht dann immer nicht gesetzt, wenn man das noch nicht geschafft hat. Auch hier bei dem Rundenrennen nicht gesetzt. Da müssen wir also nochmal hin, damit wir dort einen Rekord aufstellen können. Okay, nun aber zum Skillen, damit wir auch die nächste Mission super schaffen.
Wir haben 24.000 Pfund gesammelt und können nun mal ein bisschen was Geld ausgeben und vor allen Dingen auch ein bisschen was an Skills. Da haben wir nämlich auch 8 Skillpunkte im Moment übrig. Und jetzt gucken wir mal, was haben wir denn, wo wir Geld ausgeben könnten? Das hier sind alles normale Monturen. Die sind standardmäßig schon freigeschaltet. Die könnte man nur verbessern für 7.000 oder so. Aber zuerst mal gucken wir hier in die Fähigkeiten von Jacob. Und zwar hier 6 Punkte. Jacobs Konterschüsse werden zu Kopfschüssen. Das kann nur Jacob erlernen. Und damit haben wir dort schön 6 Punkte eingesetzt. So, jetzt haben wir noch 2 übrig. Damit könnten wir jetzt nicht mehr die Hinrichtung nehmen, weil die kostet schon 4 Punkte. Wir müssten also gucken, ob wir hier das Einschüchtern nehmen oder das Schleichen 1. Ich glaube, ein bisschen besser Schleichen wäre nicht schlecht. Einschüchtern wäre auch nicht schlecht. Also nehmen wir erstmal Einschüchtern. Sehr schön. So, und jetzt gucken wir noch mit den 24.000, was wir bei der Gang ausgeben können. Ja, genau. Tun wir mal die erste Kutschensabotage kaufen. So, und damit sind die Kutschen von den Blighters, von den Gegnern, nicht mehr so gut. So, jetzt könnten wir noch hier Fahrer, Rugfahrer anheuern. Das wäre ja auch eine Lösung. Berühmt, berüchtigt, ne? Oder wir kaufen uns einfach mal hier die Feuerwehr, weil die haben wir noch nicht. Die kostet nur 1500. So, und damit haben wir schon wieder was gekauft. Yeah, Dekorateur! Durch die Gang-Upgrades gab es jetzt 2 U-Play-Units. Schwarzmarktkontakte bringt natürlich auch ein bisschen was mehr Geld. Wäre auch interessant. Briefkastenfirmen, Pappspiele. Oh, ich habe genug Geld für alles. Lagern Sie Ihr Geld auf verschiedenen Konten. Ja, nehmen wir mal die Briefkastenfirmen. Mal gucken, wie das funktioniert. Und jetzt könnten wir noch die Einkommensrate steigern um 25%. Aber das ist mir im Moment noch ein bisschen zu teuer. Aber Bombenrabatt, dass die Bomben mal ein bisschen was billiger werden. Naja, machen wir vergifteter Brunnen, damit die Blighters noch was schwächer sind. So, bleiben immer noch 8.500. Und da holen wir uns natürlich mal die halluzinogenen Bolzen 2. Und haben damit mehr Bolzen, stärkere Bolzen. Das passt doch auch schon mal ganz gut. So, sollen wir mal irgendwas an Waffen oder Rüstung kaufen, was billig ist, was wir zwar nicht mehr gebrauchen können, aber Hauptsache wir haben es mal gekauft. Könnte man ja auch mal machen. Oder wir sammeln bis 7.500, dass wir die Bestandssachen verbessern können. Ich überlege nochmal, oder? Assassinenkuri. Nee. Ich glaube, die 4.5 tun wir noch ein bisschen was sparen. Oder geben wir doch noch ein Gang-Upgrade aus. Eins können wir bestimmt noch, oder? Kommt. Da machen wir es jetzt auch klar und kaufen uns die Rook-Fahrer 2. Na, was haben wir noch? Wir haben noch die stumpfen Klingen. Dann sind die schwächer, die Waffen von den Blighters. Ich glaube, das macht im Moment alles sehr gut Sinn. Und damit haben wir das nun auch. Sehr schön. Mit den 1000 Pfund gibt es nun nicht mehr so viel. Und nun wechseln wir mal langsam zur Hauptstory zurück. Und gehen mit Evie oder Jacob in die Hauptstory. Und da qualmt es auch schon stark. Mal gucken, was da jetzt so los ist. Oh, auch noch ein Feuer. Das sieht gar nicht gut aus. Dort ist auch der Questgeber rechts. Hier ist auf jeden Fall was Schlimmes passiert. Und da wollen wir uns doch mal anhören, was hier gerade passiert ist. Freundschaftlicher Wettbewerb. Auf zur nächsten Hauptstory. Jacob stellt sich Pearl Attaway vor, der Konkurrenten von Starix Omnibus-Unternehmen, das im Besitz von Malcolm Milner ist. Ja, gibt auch einen kühnen Adler Kuki als Belohnung. Und jetzt gucken wir mal, was ein Omnibus-Unternehmen ist. Miss Attaway. Ja, und wer? Oh, grandios. Sie sind hier, um mich zu ermorden. Ich was? Ist schon gut. Jeder hat seinen Preis. Ist das genug? Ich habe nicht vor, Sie zu töten. Was wollen Sie dann?
Mr. Starek und die Milner Company haben ihre Vorhaben lange genug blockiert. Ich möchte Ihnen ein Geschäft vorschlagen. Wunderbar. Kommen Sie mit, wir haben viel zu besprechen, Mr. Jacob Fry. Zu Ihren Diensten. Solche Worte hört man doch gerne. Ach, das ist doch schön für Jacob. Jetzt hat er auch mal eine Verehrerin. Mal schauen, wie es weiterläuft. Hören Sie so freundlich, die Zügel zu nehmen? Sie müssen verstehen, ich habe mehrere Morddrohungen erhalten. Malcolm Milner führt regelrecht Krieg gegen mich, seit Mr. Starek seine Gesellschaft gekauft hat. Und nichts für Unmut, hoffe ich, aber Sie sehen tatsächlich wie ein Mörder aus. Ich bezweifle, dass ich mich von dieser Kränkung erholen werde. Und was genau hätten Sie davon, mich zu retten, Mr. Fry? Ich sehe eine Möglichkeit, von der wir beide profitieren. Tun Sie das. Ist das so schwer zu glauben? Was immer Sie auch bezwecken, es dürfte äußerst anregend werden, gegen Milner und Starek zurückzuschlagen. Ich habe schwer geschuftet, um Hathaway Transport zu dem zu machen, was es ist. Der gehört zu Milner. Okay, jetzt kommt Action in die Sache. Milners Angestellten töten. Miss Attaways Busfahrer vor dem Verfolger retten. Jetzt gucken wir doch mal, wer da vorne getötet werden muss. Oh, jetzt kommt er uns hier auch noch in den Weg gerade. Sehr schön. Jetzt müssen wir eigentlich nur schnell einholen und dann können wir ein paar Messer werfen. Jetzt müsste es schon klappen. Ja, einmal. Jawohl. Omnibus Fahrplan mit Nachricht. Wiseman, gehen Sie heute Abend zum Betriebshof, um eine besondere Aufgabe zu erhalten. Forbes. Okay. Jetzt sollen wir weiter zum Betriebshof. Okay. Reiten wir einfach mal weiter, so noch 120 Meter. Dann haben wir das auch schon geschafft. Ups. Da ist das Ding gerade aber ganz schön aus den Fugen geraten. Und noch 60 Meter, dann geht die Story hier weiter. So. Geht mal aus dem Weg hier. Gibt's ja gar nicht. Wir sind da. Ah ja, jetzt lädt er auch. Jetzt wird's spannend. Malcolm Milner. Stariks Marionette persönlich. Vorsicht, ihr Trottel. Dieses Parkscene muss noch zum Attaway Depot. Glaubt er könnte meine Busse niederbrennen? Geben wir ihm seine eigene Medizin. Und zwar die ganze verdammte Flasche. Wir nutzen Milners Parkscene gegen ihn. Doch dazu brauche ich meine Gang. Das ist unternehmerischer Instinkt, Mr. Fry. Ich überlasse das Ihnen. Na dann werden wir das natürlich auch erledigen. Also, es geht nun zu den Omnibussen. Jedenfalls heißen die Dinger so, es sind einfach nur größere Kutschen. Und die werden jetzt zerstört. Dann gucken wir doch mal, wie wir die zerstören können. Wir sollen ja einen Weg dafür finden. Es hängen da irgendwelche Fässer in der Gegend rum. Ich sehe auch schon ein paar Heuballen. Ah, den Sprengstoffwagen schieben. Das hört sich doch schon mal gut an. Jetzt müssen wir nur gucken, wo der ist. Oh, da sind aber auch ein paar Gegner. Okay, hier haben wir ihn schon. Und was haben wir da? Ganz normale Level 5er, Level 6er. Der 6er ist schon weg. Mit den paar Messerchen war das gar kein Problem. So, der nächste ist weg. Eigentlich brauche ich hier gar nicht viel zu tun. Ich gehe mal runter, dann ist ein bisschen mehr Action. Okay, meine Rooks erledigen das meiste. Naja, immerhin einen konnten wir jetzt auch erledigen. Ja, das war doch mal super einfach. Und jetzt müssen wir hier mit mehrfach X drücken den Wagen schieben. Okay, dann jetzt ist es richtig schwierig. Mann, Mann, Mann. Der Gegner steht da am Feuer. Den interessiert das hier gerade nicht, was wir machen. Und da sind die ganzen Omnibusse des Gegners. Und ich glaube, wenn der Wagen hier in die Luft geht, könnte das ganz schön lustig enden. So, den hier erledigen wir mal schnell. So. Den Wagen mit dem Sprengstoff anzünden. Ja, das bekommen wir hin. Also, mit Kreis anzünden. Ja, Feuerzeug rausholen. Wunderbar. Und 9, 8, jawohl, der Countdown läuft, aus dem Gebiet entkommen. Wäre nicht schlecht, wir wollen ja nicht mit drauf gehen. Und das hat mal richtig Wumms gemacht, sehr schön. Ja, mal gucken, was es als Belohnung gibt. Na, wie
Ich sehe schon vor mir, wie Milners Aktien abstürzen. Sie sind eingestellt. Oh, ich habe noch mehr Geschäfte für uns geplant. Senden Sie meiner Sekretärin Nachricht, dass sie einen Termin macht. Dann erkläre ich Ihnen den nächsten Schritt unseres Plans. Oh, ich arbeite eigentlich. Nicht so. Und das war's auch schon wieder für die Mission. Wir haben also 660 Pfund, ein bisschen was mehr bekommen, den kühnen Adler Kurki und noch Exp. Exp können wir immer gebrauchen für Fähigkeitspunkte, Fertigkeitspunkte. Und da ist er nochmal ganz kurz, der neue Kurki, der neue Dolch, die neue Waffe, wie man sie auch nennen mag. Okay, und damit sind wir auch für das heutige Let's Play am Ende angekommen. Wir gucken jetzt hier nochmal ganz kurz in die Enzyklopädie, wer Pearl Attaway ist. Da könnt ihr einfach nochmal nachlesen, wenn ihr auf Pause drückt. Beim nächsten Mal werden wir natürlich weitere Missionen machen. Wir werden auch mal etwas höherwertige Kämpfe machen. Also dann, wann auch die Gegner mal Level 5 sind oder 8, also auch auf meinem Level sind, damit es dann auch mal etwas extremer wird bei den Kämpfen. Und wir werden natürlich die Sequenz 5 Stories weitermachen, weil da haben wir ja auch noch ein bisschen was vor uns, damit wir endlich mal in die Sequenz 6 hineinkommen. So, und hier sehen wir auch schon, das sind die ganzen Errungenschaften, die man bekommen kann, wenn man diese immer wiederholbaren Trades macht. Also Zweierkills, Dreierkills, tadellose Kills und so weiter und so fort. Okay, hier sehen wir es. Änderung Sequenz 5. Da fehlt uns noch ein bisschen was. Ja, 1, 2, 3, 4 Quests gibt es noch in Sequenz 5. Also noch ein bisschen was zu tun. Bis demnächst. Macht's gut. Bye, bye.